Hallo Münster, wie schön, dass wir uns wiedersehen. Und diese Sendung, so viel kann ich versprechen, wird wieder mal in die Annalen der Geschichte eingehen. Denn wir haben ihn in der Sendung. Loh Graf von Blickensdorf, unseren adligen Tortenexperten. Aber bevor seine Durchlaucht wieder die Kuchen- bzw. Tortengabel schwingt, erst einmal was zum Mitraten. Hier eine neue Folge aus der allseits beliebten Rubrik Unnützes Wissen. Viel Spaß! Absolut nicht mein Metier. Gotik wird falsch sein. Weiß ich nicht. Wenn ich das wüsste, ich bin gar nicht von hier. Ich weiß gar nicht, wie die Lamberti-Kirche aussieht. Ich würde mal vielleicht tippen, weiß ich nicht. Welche Zeit könnte es gewesen sein? 16. Jahrhundert vielleicht? Welcher Stil ungefähr? Oh Gott, viktorianischer Stil? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie 1899 wiedererrichtet wurde. Das ist Gotik, ne? Ach, das weiß ich nicht. Wir sind keine Münsteraner. Bin ich überfragt. Ach, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Das weiß ich nicht. Lamberti-Kirche war altgotisch, meine ich. Oh, da kann ich Ihnen gar nicht sagen. Barock-Style? Also im Barock? Habe ich keine Ahnung. Ich kenne die Lamberti-Kirche auch gar nicht. Ist sicher eine hübsche Kirche, aber fragen Sie jemand von hier. Der Baustil, den Sie hier sehen, ist eine westfälische Spätgotik, eine Hallengotik. Wir in Westfalen haben die Kunst immer etwas später als in den großen Zentren, denn da war sie für uns auch bezahlbar. Und somit sehen Sie das, was Sie vor uns sehen, als eine gotische Hallenkirche, wunderbar, ein lichter Raum mit einer leider noch Notverglasung innen. Wir haben immer noch keine endgültigen Fenster, aber wenn Sie den Raum betreten, haben Sie eine Vorstellung von dem, was es heißt, wo Himmel und Erde sich berühren. Wenn euch da draußen vor der Flimmerkiste auch irgendeine Frage über Münster unter den Nägeln brennt und ihr diese immer schon einmal beantwortet haben wolltet, schreibt uns entweder eine Mail an münsterrama@wmtv-online.de oder über unsere Facebook-Seite. Ich bin wirklich gespannt auf eure Fragen, aber vor allen Dingen bin ich gespannt auf eure Antworten in unserem nächsten Beitrag zum Thema Einführung der GEMA-Gebühren. Mir ist eigentlich egal, ne? Tatsächlich. Keine Ahnung, Gebühren erhöhen ist immer schlecht. Das wird zum Massensterben führen, denke ich, in Clubs. Also die 10% werden wahrscheinlich nicht dabei bleiben. Das ist jetzt, das wird definitiv noch steigen. Ich halte von gar nichts. Also mir ist das ganze Thema sowieso egal. Das ist Geldmacherei und versaut doch den Leuten die Partystimmung. Also ich glaube einfach, dass sie das nicht richtig durchgerechnet haben und es vielleicht nochmal überprüfen sollten, ob das alles so stimmig ist und ob die Clubs dann nicht eher schließen müssen und ob wir als feiernde Leute dann überhaupt irgendwas davon haben. Das finde ich aber gut, weil ich finde eigentlich, dass die Künstler davon ein bisschen profitieren sollten. Man kann ja auch so viel im Netz einfach kostenlos runterladen und die Künstler kriegen da halt gar nichts von. Wenn das wirklich so ist, finde ich, ist das vielleicht der Tod für viele kleinere Clubs gerade und das würde die Kulturlandschaft in Deutschland doch ziemlich verringern. Und deswegen ist das keine gute Sache in meinen Augen. GEMA sagt, das ist angeblich gerecht, aber was daran gerecht sein soll, ist für mich nicht ganz plausibel. Ab Januar 2013 will die GEMA dann ihr neues Gebührensystem einführen und bei den Clubs ordentlich abkassieren. Diese Sache ist aber noch nicht endgültig vom Tisch und wird ganz sicher noch in den nächsten Monaten für reichlich Diskussionsstoff sorgen. Apropos Sorgen. Der Mann in unserem nächsten Beitrag, so scheint es zumindest, ist absolut sorgenfrei. Der selbsternannte Graf hat sich selbst erfunden und sogar einen richtigen Kult um seine Person kreiert. Der gebürtige Münsteraner, der jetzt in Berlin lebt, ist im Hauptberuf 24 Stunden Graf und Tortenblogger. Als Hommage an seine Heimatstadt ist Loh Graf von Blickensdorf heute erneut als Tortentester für uns unterwegs. Bitte sehr. Mein Name ist Loh Graf von Blickensdorf. Ich komme aus Berlin und das Klappern der Kuchengabel nachmittags um 3 ist mein Lieblingsgeräusch. Nach dem gestrigen Besuch im Café Klassik ist der Tortengraf heute in Münsters Innenstadt unterwegs. Und dort stößt er direkt auf Kindheitserinnerungen. So, hier sind wir in der zweiten Station angelangt, Café Kleimann. Hier habe ich schon als kleiner Bub gestanden und unglaublich und habe mir genau diese Marzipanschweine angesehen. Wahnsinn. Guten Tag. Ja. Oh, guten Tag, was darf ich? Ich hätte gern dieses Törtchen da. Na, das Joghurt-Sahne-Törtchen. So, hier befinden wir uns im blauen Salon. Mittelalterlicher Ausblick hier und bin sehr gespannt auf das Törtchen.
das bitte sieht wunderbar schön aus. Gerne. Dankeschön. Schade, dass man Törtchen nicht streicheln kann. Fantastisch. Ein leichter Joghurtgeschmack harmoniert wunderbar mit den Früchten. Mein Glück findet keine Worte, ich sitze vor einer Torte. So, jetzt bin ich wieder draußen und habe immer noch den wunderbaren Geschmack des Törtchens im Mund. Und bei manchen Törtchen vergisst man total, wie man heißt. Jetzt weiß ich es aber wieder. Und in manchen Törtchen liegt einfach das Glück des Tages. So, das war's auch schon wieder für heute. Morgen gibt's natürlich Teil 3 der adligen Testreihe. Außerdem treffen wir Alice im Wunderland. Also dann bis morgen. Schönen Feierabend und tschüss.